Ja, wie ich euch erzählt habe, haben hier auch diverse Firmen ihren Stand, wie zum Beispiel die Firma Stegmann. Vielleicht kennt den einen oder anderen hier auch schon mal den. Ja, Dennis, hi. Den einen oder anderen vielleicht ganz leicht bekannt von den großen Promis. Genau. Von dir, Alex. Ah, ja, da gibt es so einen Tesla-Markus, der hat schon öfters mit dir das eine oder andere Video zusammen gemacht. Wo sitzt du genau, was bietet dir an und warum sollte man zu dir kommen? Gute Frage. Also wir sind im schönen Süden Deutschlands, in Bad Dürheim. Das ist so, sagen wir so, Stuttgart, Bodensee, jeweils so eine Stunde, ganz grob. So für die geografische Lage. Also wir sind ja zertifizierter Tesla Bodyshop, das heißt, wir haben einen direkten Kontakt mit Tesla, stellen die Teile dort, und wenn jetzt ein Unfall geschieht mit eurem Tesla, was immer wehtut, richtig, dann sind wir der Ansprechpartner, die das dann offiziell auch reparieren dürfen, sodass dann alles auch nach Herstellervorgaben richtig repariert werden kann. Für die Leute, die keinen Tesla fahren, kurz eine Erklärung: Wenn ich jetzt an meinem Tesla was dran habe, was karosseriemäßig ist, dann kann ich das bei euch machen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was mit dem Antriebsstrang habe, wo kann ich das machen, auch bei euch? Je nachdem, genau. Ihr habt ja Garantie. 4 Jahre Garantie hast du ja auf deinem Tesla oder 80.000 Kilometer. Solange du sowas Antriebsstrangmäßiges hast, Achse, geht alles zu Tesla, weil das ist ja Garantie. Mhm. Ihr kommt zu uns, wenn ihr einen Unfall habt, Glasschaden, was auch immer. Oder wenn ihr, also wir können natürlich, bieten euch auch an, Bremsen zu machen oder was euch auch, welche Wünsche ihr habt, das habt ihr schon gesehen, vielleicht durch Felgen, was auch immer. Da gibt es was. Aber wir reparieren nicht nur Tesla, ihr seht, wir sind auch zertifiziert für Jaguar Land Rover. Wir reparieren alle Autos. Weil, aber jetzt nochmal konkret, Beispiel, ich habe jetzt einen älteren Tesla. Ich habe jetzt ein Problem in der Drive Unit oder mit dem Ladeanschluss oder sonst was. Könnt ihr sowas auch machen? Genau. Schauen, wie weit es geht. Es gibt manche Teile, die verkauft Tesla nicht extern. Das sind wie so manche Ladekabel und Hochvoltkabel, die geben sie gar nicht extern raus. Aber das wollen wir euch dann sagen. Ansonsten, wenn ihr Probleme habt, wir quatschen einfach. Das unterscheidet dich definitiv von dem einen oder anderen Tesla Bodyshop. Das könnt ihr dann mal machen. Auf der Tesla-Seite gibt es so eine Rubrik Service. Da kann man sich dann die Tesla Bodyshops angucken. Und da gibt es einen ganzen Haufen Bodyshops, die wirklich nur Karosserie machen und sonst gar nichts. Dann gibt es natürlich noch diverse Reifenhändler, die dann auch irgendwie alle ihre Mitarbeiter Hochvoltschein machen lassen, dass sie das Auto bewegen dürfen, dass sie die Bremsen wechseln dürfen, dass die andere Reifen machen. Aber ihr seid da schon ein Stück weiter involviert, das heißt, ihr dürft dann auch an die Elektrik zum Beispiel. Noch an die Elektrik. Ich habe auch einen HV3-Schein persönlich, das heißt, ich darf den Akku öffnen, darf durchmessen, wo es denn noch ist. Genau. Sehr schön, das ist die Zukunft. Ich danke dir für das Interview. Danke dir. Erfolg. Also dir auch. Ciao. Ja, und damit der Glatzkopf nicht so ganz alleine ist auf dem Event, habe ich hier den da eingeladen. Hi. Und da ist er auch schon. Moin! Das Original. Ich das Original, ja. Hier deine Kopie, sehr schön. Ist nicht ganz Lebensgröße, aber... Nicht ganz, ja. Nee. Viele Leute haben gesagt, die haben mich viel kleiner, also in den Videos wirke ich viel kleiner. Haben heute bestimmt schon 6 Leute gesagt. Weißt du, woran das liegt? Nein. Ich kann es dir sagen. Na? Weil ich stand auch schon neben Uwe und ich bin eigentlich auch nicht klein geraten, aber wenn ich neben Uwe stehe, bin ich klein. Das mag sein. Richtig. Uwe hat Schuld. Richtig. wir sind hier heute auf der T&E Community Sexy Cars und du bist hier mit einem riesen fetten Stand vertreten. Ja. Du bist auch Tesla Body Shop? Nein, Tesla Body Shop sind wir nicht. Also wir machen Unfallschäden, alles. Das Einzige, was wir nicht machen können, sind Strukturschäden, also Teile raustrennen und neu einschweißen, aber diese ganzen normalen Unfälle machen wir alle. Wenn wir dann Strukturschäden haben, dann arbeiten wir mit unterschiedlichen Bodyshops zusammen, kommt immer auf die Region drauf an, zum Beispiel mit der Firma Stegmann schicken wir die hin, wenn das in der Region ist, oder zu Gedes in Hamburg, oder zu, also gibt ganz verschiedene. Wo sitzt du genau? In Lübeck, in Lahnstadt Lübeck, direkt an der Ostseeküste, 25 Kilometer zur Ostsee. Und viele Menschen, also wir haben ja wirklich Kundschaft aus ganz Deutschland. In weiteren 14 Ländern haben wir schon Kunden gehabt. Und da ist es halt so, dass viele Leute, entweder haben sie keinen Unfall oder sie haben, möchten was gemacht haben, die verbinden das oftmals mit dem Urlaub. Also gucken sich dann die Hansestadt Lübeck an, nehmen einen Leihwagen von mir und so verbinden sie das gut. Ja, das ist eine schöne Kombination. Ich habe gerade eben schon einen Teil gedreht, da bin ich auch mal kurz, habe deinen Stand abgelichtet und habe dich lobend erwähnt, weil du hast dich schon für die Tesla-Welt ziemlich früh engagiert. Ja. Und du hast auch so Specials wie Lackstift auf den Laden gebracht und so weiter, die es halt sonst nirgendwo gab. Was gibt es noch Spezielles, was es nur bei dir gibt?
Also die Idee ist deswegen entstanden, weil ich mich immer frage, was brauchen die Menschen da draußen? Was ist dein Problem? Wie kann ich dein Problem eventuell lösen? Und wir haben eine Zeit lang so viele Anfragen gehabt, können Sie mir einen Lackstift schicken? Und dann habe ich gesagt, Mensch, geht doch ins Service Center oder in den Bodyshop, ja, da gibt es das nicht. Genau. Und dann haben wir eine neue Mischanlage bekommen, die halbautomatisch die Farben mischt. Und da kam mir die Idee auf einen Sonnenmorgen, wir können doch eigentlich diese Lackstifte verkaufen. Und dann ist das so eingerichtet, also das ist wahr. Wir hatten mal 50, 60 Bestellungen. Da haben wir gedacht, oh Gott, wie kriegen wir das jetzt gewuppt? Wir brauchen einen Webshop. Und so wächst dann das. Ne? Und auch heute haben wir die Lackstifte für 10 Euro anstelle von 25 plus verschicken. Das ist Wahnsinn. Das ist, geht weg wie warme Semmel. Und so arbeiten wir nicht immer. Was brauchen die Kunden? Hier stehen das sehr individuelle Fahrzeuge, machen wir eben auch, also Umbauten, Bodykits, HiFi-Anlagen, Dämmung, Tieferlegung, Fahrwerke, Frankhaufenöffner, Soft Close. Habt ihr auch solche Geschichten mit Sensor 5 Fuß im Kofferraum? Genau, das alles machen wir. Sind mit M-Tech, wir sind Partnerwerkstatt, also das heißt, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten mit der Firma M-Tech, mit der Firma KW. Und auch wenn wir da drüben wir mit der Firma StarTech. Okay. Hier steht ja auch ein komplett umgebautes Auto in StarTech. Ja. Und also alle der Partner, der wirklich namhaften, ich suche meine Partner auch sehr genau aus. Ne? Es ist für mich immer so, dass ich sage, wenn ich in Partnerschaft eingehe, ich muss das Vertrauen da haben, damit meine Kunden am Ende wirklich den besten Nutzen haben. Und ja, ich habe wirklich super Partner und läuft auch vorbei. Aber wir kommen aus dem klassischen Unfallgeschäft. Also du hast Gebäude oder Schimmer, also klassische Lackiererei, wir haben also ganz normal Autohäuser als Kunden, wir haben eine Karosseriewerkstatt, wir haben 56 Leute bei der Jus GmbH und dort haben wir auch Industrielackierung und so weiter und so fort. Wir sind sehr breit aufgestellt und Tesla ist so das, mein Herzensprojekt. Ne? Und damit habe ich auch damals vor 4,5 Jahren die YouTube-Channel angefangen. Das merkt man auch. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da so engagiert bist. Und sehr gerne. Bezüglich Lackstifte müssen wir uns jetzt gleich noch unterhalten. Das kriegen wir. Und wenn ihr in der Nähe von Lübeck seid, schaut mal vorbei. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Accessoires braucht, geht auf die Seite von der Jürs GmbH. Ja. Wie heißt die Adresse? Genau, www.jürslackiererei.de. Und wir sind auch der Einzige, der einen Tesla-Kalkulator auf der Seite haben. Du kannst also deinen Tesla komplett konfigurieren. Da kommt demnächst noch mehr zu, auch mit Fahrwerk, das erweitert sich immer weiter. Aber man kann eben schon M-Tech komplett sich Keramikversiegelung, Hohlraumversiegelung beim Model 3 oder Model Y. Also man kann sich das ganze Auto zusammenstellen, dann kriegt man einen individualisierten Kostenvoranschlag von uns, aber man hat dann schon mal auf der Seite den Preis, ohne, also man kann sich den kalkulieren. Eine sehr schöne Idee, sehr gut, mach weiter so, bleib so wie du bist. Danke fürs Interview. Und so sieht das aus, wenn Nino vom Dimezell-Blog auf der Arbeit ist. Hintergrund haben, oder? So, das Auto hinter mir habe ich euch schon mal vorgestellt. Das ist ein Model 3 Camping Edition. Und weil der Fahrer den ganzen Tag dieses Auto immer und immer wieder erzählt und überhaupt nicht von seinem Fahrzeug wegkommt, erzähle ich euch dieses Auto mal ganz kurz. So, wir fangen an, dass das Auto aufgebockt ist. Diese Dinger hat er wohl jetzt irgendwie im Baumarkt gekauft mit verschiedenen Einraststufen. Der steht jetzt auf der höchsten Einraststufe. Das hat halt zur Folge, dass oben das Dachzelt in entsprechender Neigung ist, dass du dann noch halbwegs schlafen kannst. Man sieht, es ist immer noch leicht nach vorne geneigt. Diese nach vorne Neigung ist ja auch eigentlich so ganz gut, weil wenn das Zelt zusammengepackt ist, also sprich zusammengeklappt ist, hat das ja eine entsprechende Aerodynamik und soll quasi jetzt nicht so den Wagen bremsen und den Energieverbrauch in die Höhe zu bringen. Dann haben wir hier vorne Eigenbau, Einwaschbecken. Brauchen wir noch nicht. Wir haben einen 220 Volt Anschluss mit einem entsprechenden Kochtopf. Den kann man, glaube ich, auch im Innenraum anschließen. Ja. Ist das richtig? Hi. Genau. Ja, kann man. Man kann den Kochtopf sowohl auf als den Wasserkocher einfach im Innenraum an der 12-Volt-Steckdose oder an der 220-Volt-Steckdose im Auto anschließen und kann während dem Autofahren Essen zubereiten. Genau, du hast das ja eben schon mal ein bisschen erzählt. Du hast innen drin auch einen 220-Volt-Anschluss. Ja, genau. Du hast auch eine Kühlbox angeschlossen. Du hast eine Kühlbox im Auto und du hast noch einen Wassertank im Kofferraum, damit hier vorne das Wasser rauskommt. Korrekt, so sieht's aus. Die Wasserleitung hast du wie verlegt? Komplett von vorne durch den Schweller bis hinten im Kofferraum. Okay, Wahnsinn. Was gab es noch für Gimmicks? Du hast oben im Zelt, glaube ich, noch LED-Beleuchtung mit inklusive, ne? Die war dabei beim Zelt sogar schon und ist auch auf 12 Volt. Das
ansonsten habe ich nicht so viel. Die Kühlbox, das Waschbecken, der Wasserkocher, die Dusche habe ich hinten noch. Die Dusche. So, jetzt haben wir hier die Dusche und da kommt auch schon Wasser. Genau. Ja, schwach, sauber. Stark, schwach, stark. Okay. Okay, wir haben hier hinten, ich zeig's mal gerade, hier haben wir den Wassertank für, jetzt drin. Für die Dusche. Für genau. Die Dusche. Und hinten ist der für das Waschbecken. Und dahinter das Waschbecken. Da ist auch noch was Ordentliches drin. Und du hast eben noch was ganz Nettes erzählt. Und zwar hast du gesagt, wenn du jetzt gerade an der Ladestation warst, dann gibt es vorne warmes Wasser. Warmes Wasser, ja, genau. Weil der Schlauch läuft halt im Rathaus entlang. Ja. Und die Kühlung von der Batterie wird dort abgestrahlt. Mhm. Und dann hat man automatisch warmes Wasser. Sehr schön. Sehr warmes teilweise. Wir sind ja spontan ins Gespräch schon gekommen. Du bist der? Electric Dave. Electric Dave, du hast auch einen Kanal. Ja, der heißt schon so. Der heißt so, logischerweise. Und Dave, wieso hast du das gemacht? Also du bist ständig mit dem Model 3 am Campen oder wie sieht's aus? Ja, also mit dem ersten Elektroauto habe ich die Reiselust bekommen. Das war noch ein Ioniq damals. Und Reiselust bedeutet, ich muss irgendwie auch übernachten können. Erst habe ich im Auto geschlafen, das ist dann für meine Körpergröße ein bisschen schwieriger. Geht aber auch mal und komfortabler ist dann das Dachzelt einfach aufgefallen. Und Dachzelt sorgt dafür, dass es wirklich richtig komfortabel ist und sorgt auch dafür, dass ich im Auto mehr Platz habe. Deswegen baue ich nach und nach so Gimmicks ein, dass es einfach noch angenehmer wird, das Campen, sage ich jetzt mal so. Und deswegen, ich fahre gerne weg damit und so kann man auch immer flexibler und autarker sein. Das ist jetzt ein Model 3 in der Longmanschweiz? Genau, eins meiner allerersten Sorte mit 200.000 Kilometern. Genau, 200.000 Kilometer, nicht schlecht. Man sieht das hier, die Insider sehen das, hier ist alles mit Chrom. Ne? Die Türen, die Chromleisten, hier alles. Das ist ja jetzt alles aktuell Chrom-Delete-Optik. Das heißt, du bist dem Auto treu und wirst dem Auto auch treu bleiben. Ja, genau. Also wenn sie wieder das Chrom einführen würden, würde ich drüber nachdenken über ein neues, aber ohne Chrom geht gar nichts. Also du magst das. Ja, ich mag das sehr, ja. Nee, aber polarisiert. Und wie gesagt, ich, warum soll ich umsteigen? Ich bin ja zufrieden. Klar, ein Y wäre für Camping praktischer, aber nur deswegen umzusteigen auf ein anderes Auto. Ich kenne das Auto, ich liebe das Auto. Ich habe so viele Löcher in dieses Auto gebohrt, das will kein anderer haben. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Kanal und viel Spaß beim Campen. Du bist definitiv der meistinterviewteste Mensch, der heute hier an seinem Auto steht. Den Award hast du gewonnen. Mega. Herzlichen Glückwunsch. Alles klar. Bis dann. Ja, ciao. Ciao. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist ein Model S. Da vorne ist was Dickes drin. Das könnte Strommittler sein oder eine Endstufe. Ist halb geöffnet und es stehen ganz, ganz viele Leute am Kofferraum und jetzt gucken wir mal, was die da alle machen. Was geht hier ab? Geht, oh, das müssen wir zensieren. Ich habe einfach mal gedacht, ich laufe mal der Masse hinterher, was glotzen die da alle? Wem gehört denn die Karre? Ihm hier. Ja. Erzähl uns was darüber, was vibriert denn da so schön? Schaut aus wie ein blauer Pimmel. Richtig. Wie viel Watt hast du da jetzt verbaut? Endstufe ist vorne drin oder wie soll es aus? Richtig, 5000 Watt RMS. 5000? Dann ist das das, was ich eben da vorne beim Burgeressen gespürt habe im Bauch, richtig? Richtig. Coole Sache. Ich habe jetzt zurzeit aber nur 3,5 kW, weil meine Zusatzbatterie zu klein ist. Es geht noch mehr. Big problems. Also er schiebt so jetzt 147 dB. Okay, schön. Das reicht für dich im Innenraum, ne? Das reicht noch. Sauber. Selbst gemacht? Machen lassen. Ich hab, früher habe ich mehr gemacht. Ich mache das schnell nochmal leiser. Ja. Ja, aber ich glaube, das hat auch. Aber ab einem gewissen Level, sage ich jetzt einmal, da musst du machen lassen. Weil sonst, du kommst einfach nicht auf so ein Level.